Zyklusstörungen sind jeder Frau deswegen sehr einfach bewusst, weil sie natürlich merken, ob die Blutungen regelmäßig sind, ob die Blutungen ausbleiben, ob sich der Zyklus verlängert oder verkürzt. Generell ist zu sagen, wenn der Zyklus regelmäßig ist, dann wird auch wahrscheinlich hormonell alles soweit in Ordnung sein. Frauen, die jetzt einen massiv verkürzten oder massiv verlängerten Zyklus haben, die werden möglicherweise Hormonstörungen haben. Wenn die Blutungen über längere Zeit ausbleiben, ist das sicher mal eine Auffälligkeit, die abgeklärt gehört. Dass mal ein Zyklus unter Stress, unter Belastung, unter Spielsport mal ausbleiben kann, ist sicher noch nichts Außergewöhnliches. Sollte das jedoch mehrere Zyklen hintereinander sein, ist es sicher sinnvoll, das beim Frauenarzt oder in der Hormonambulanz abklären zu lassen. Es gibt Frauen, die Hormonstörungen haben, die das Wachsen des Eibläschens verhindern. So eine Erkrankung heißt zum Beispiel PCO-Syndrom, polyzystisches Ovar-Syndrom. Aber es gibt manchmal auch relativ einfach behebbare Störungen, wie zum Beispiel Schilddrüsenstörungen. Meistens ist es eine Schilddrüsenunterfunktion, die auch zu Zyklusveränderungen führt. Und sobald man da die Schilddrüse wieder einigermaßen einstellt und im Griff hat, ergibt sich oder reguliert sich die Hormonstörung damit oft von alleine. Von den Hormonen her ist auch gar nicht so selten ein erhöhtes Prolaktin. Prolaktin ist ein Stresshormon, das auch quasi zu Hormonstörungen führen kann und das man auch medikamentös eigentlich sehr gut einstellen kann.